herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es mal wieder nach Schneverdingen geschafft. Und zwar sind wir bei dem schnellsten Typ aus Norddeutschland. Bei Paul mal wieder. Es geht nämlich heute mit dem GTR weiter. Richtig. Wir fangen mal ganz vorne an. Das letzte Mal, als wir hier waren, fuhr das Auto ja noch nicht. Also wir waren das letzte Mal auf dem Flugplatz, haben ein paar Tests gemacht. Richtig. Vorher, als wir das letzte Mal hier waren, fuhr das Auto noch nicht ganz. Was kannst du zu 2019 bisher so berichten? Man hat ja schon einige Videos gesehen, bisher eigentlich schon viel gefahren. Waren ja einige Events dazwischen. Sehr viel, ja. Und funktioniert alles? Gab es Probleme? Bist du zufrieden mit dem Jahr? Nein. Okay, das war eine klare Antwort. Das Jahr war scheiße wie noch nie. Mhm. Was soll ich sagen? Zündaussetzer, Zündaussetzer, Zündaussetzer. Komischerweise immer da, wenn man sie nicht braucht, nur auf der Strecke. Mhm. Auf dem Prüfstand hat das Auto immer so gesehen abgeliefert. Mhm. Ich habe bestimmt 20, 30, 2000 PS, über 2000 PS Läufe auf dem Prüfstand. Und das macht er wirklich, weil ich kriege das so oft geschickt, dass er wieder auf dem Prüfstand also, ist. Also gesucht, gefunden, alles gut, fahr zu ihm Event. Und bestes Beispiel Hockenheim, erster Lauf, funktioniert. Haben wir ab dritten Gang 5 Bar gegen. Ich, Idiot, habe vergessen, die Kupplungsdrücke hochzustellen, hat angefangen, die Kupplung zu rutschen. Mhm. Hatte mir im dritten Gang so bei 170 Meter Limmod reingehauen, Motor ausgeschaltet. Mhm. Dann bin ich die Achtelmeile in 4,9 ausgerollt und dann mit Bremsen und Ausrollen, nee, Achtelmeile 4,9 und dann Viertelmeile bin ich mit 8,4, glaube ich, ausgerollt mit 180 km/h und mit Bremsen. Also, und da bin ich 0 auf 200 in, so zum Vergleich, in 3,4 Sekunden gefahren, 100, 200 in 1,9. 0 auf 200, ne? Das muss man immer dazu und sagen. Und die Läufe danach, alle, die danach kamen, waren Zündaussetzer, Zündaussetzer. Karre lief nicht. Meine Jungs, alle, die mit uns da waren, mitgefiebert haben, haben sich gefreut. Ich bin Bestzeit gefahren, 7,8. Ja. Ich komme wirklich mit einer scheiß Kacklaune zurück. Alle so, ey, was los, bist Bestzeit? Ich so, ey, die Karre fährt nicht. Ja. Und er so, ey, bist voll abgegangen. Ich so, ja, aber pass mal auf. Vorher, erster Lauf, 100, 200, 1,9. Ja, jetzt gucke ich hier mit 2,3 rum. Also, das ist, weiß ja selber, was das für Unterschiede sind. Und sonst so, alles, was du über den Winter umgebaut hast, funktioniert das alles? Es also ist Traktion da? Fährt das Auto besser als vorher? Traktion ist pervers. Ich fahre 1,62 Fuß. Mhm. Ist wirklich extrem gut. Die Vorderräder gehen leicht hoch. Mhm. Das war nicht so wie bei HSD. Nochmal Glückwunsch, Jungs, an dieser Stelle. Und ja, es, ich habe jetzt noch die Gelegenheit, am 26. wenn das Wetter mitspielt, nochmal in Finsterwalde. Mhm. Wenn es funktioniert, gehe ich glücklich, ansonsten gehe ich wirklich in der verkorksten Saison. Ja, ja, ja. Okay, also man muss aber schon mal dazu sagen, es hat ja eigentlich fast alles funktioniert schon mal. Ne? Außer einmal, als du deine Kupplung da gesprengt hast, nicht die Kupplung, dieses, wie nennt man es bei dem Auto? Das Flexplate. Also das ist quasi die Verbindung zwischen Motor und Getriebe. Und der Kardanwelle. Genau, welcher das Getriebe hinten sitzt und die eigentliche Kupplung, der hinten sitzt. Dazwischen ist natürlich auch noch ein, wie so ein Schwingungsdämpfer oder so. Genau, das ist auch auf dem Test auf dem Prüfstand auseinandergeflogen. So, und das ist wirklich spektakulär auseinandergeflogen. Das ist gerade noch mal so gut gegangen. Das ist gut gegangen. Teile sind bis zur Nachbarhalle. Hast du da vom Videomaterial? Nee. Schade. Aber Bilder. Hatte Poldi gerade erzählt, Poldi filmt sonst jedes Mal alles, jeden Lauf und genau den Lauf hat er nicht gefilmt. Genau, da saß er faul auf dem Stuhl draußen rum, hat sich gesorgt. Machen wir kurz ein Insert rein hier, wie das Teil aussieht, was kaputt gegangen ist. Ja, weil sonst Motor gehalten, das ist ja immer eigentlich so die erste Hauptsache. Ja, also Kupplung und Getriebe auch. Fährt. Das passt alles. Also fährt. Das fährt nicht. Das ganze System so mit Kühlwasser und so auch alles. Das funktioniert wunderbar alles. Ladelufttemperaturen, alles perfekt. Mhm. Alle Temperaturen sind perfekt. Ich fahre ich glaube bei der letzten Messung, die ich hier gemacht habe, habe ich knapp über 650 Grad Abgastemperatur. 650 Grad. 650 Grad. Das ist ja das Methanol im, da, ne? Im Krümmer, also Kopfausgang, Übergang zum Krümmer, da habe ich 650 Grad nur. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr kalt. Heftig. Und Anfang der Saison hast du ja erstmal angefangen, ich glaube irgendwie mit 2300 PS oder so. Irgendwie sowas, genau. So sind wir nach England gefahren. Da war das alles neu und ich muss sagen, ich bin auch dieses Jahr komplett woanders mit meinem Kopf, weil wieder in der Familie was ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Und ja.
Ja, haben wir vergessen, dann, dann halt Allrad anzumachen. Ja. Ich bin wirklich nur mit Heckantrieb gefahren. Der allererste Lauf, ich bin gleich natürlich so beknackt und dumm, wie ich bin gleich auf Vollgas gegangen. Mhm. Wie immer quasi. Ich bin auf allen, ich habe Tire-Shake auf allen vier Rädern gehabt. Teilweise bin ich auf drei Rädern gefahren, weil vorne rechts sie das Rad gehoben hat. Und bin erster Lauf dieses Jahr gleich meine erste 7 gefahren, mit 7,9 nur mit Heckantrieb, mit 300 km/h. Auf wenig Leistung. So gesagt. Tire-Shake, was heißt das? Bei ganz breiten Reifen, also jetzt bei den Dragslicks, hast du das Problem, dass der Reifen sich anfängt irgendwann mal aufzuschaukeln. Der kriegt Grip, dann verliert er die Traktion, dann fängt er an sozusagen auf den Reifenkant an zu hüpfen. Dazu kann man sich bei YouTube sehr viele Videos angucken. Ist eine ganz schlimme Sache, kann das Auto zerlegen, kann den Reifen, also es kann, ist Dings, aber mir war irgendwie alles egal. Ja. Krass. Ja, Paul wie immer hat am Gast immer Vollgas gegeben. Ich finde auf jeden Fall trotzdem positive Saison. Weil unterm Strich alles gut gelaufen? Ja, dass der Motor hält und so, das ist wirklich, das ist echt krass. Also der Motor ist ungeöffnet die komplette Saison. Jetzt im Winter wird er natürlich wieder aufgemacht und einmal Pleuel neu, weil alle Pleuel kommen neu. Ölpumpe wird einmal zu Peterson hingeschickt und einmal... Und jetzt wolltest du zum Saisonende, deswegen sind wir auch hier mit Leistung nochmal nach oben. Genau, also ich habe ja vor ein paar Tagen habe ich ja gemessen, da habe ich ja diese 2700 PS gehabt, da habe ich das Problem in den Drosselklammern, dass sie sich schließen wie eine Vibration. Ich habe heute daran gearbeitet, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und ja, und dann. Das heißt, in diesem Motor ist einfach so die Hölle los, dass selbst die E-Gas-Klappen durch Vibration zugeht. Richtig. Ungewollt. Ungewollt. Das Problem ist, dass die Kohlestifte am Motor, in den Stellmotoren, sich einfach anfangen zu vibrieren. Die lösen sich sozusagen von dem Motor. Der Motor verliert an seiner Kraft, an seiner Leistung und die Federn hauen die Drosselklappen halt zu. Krass. Ja, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das ist einfach eine andere Liga, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum Auto. Du lässt das Ding schon mal warm laufen. Dann gibt es eine Messung und wir gucken mal, wie es weitergeht. Wieder ein Grinsen im Gesicht, hat alles funktioniert, sage und schreibe 2904 PS. Ja. Das ist also nochmal deutlich eine Ecke mehr als vorher, ne? Genau, und 250 PS mehr, wo jetzt die Drosselklappen halt nicht zugehört haben. Du hast ja selber mitgekriegt, die Action hier mit den Drosselklappen. Also ich kann wirklich sagen, sich in diesem Raum hier aufzuhalten, während du eine Messung machst, ist wirklich eine Mutprobe. Man muss dazu sagen, ich hatte nicht die Eier. Genau, ich musste das persönlich übernehmen heute. Und nee, ist wirklich krass, wie das Ding so, was hier für ein Druck drin ist, wie das Ding so arbeitet, was da so alles rauskommt, ne? Das ist schon definitiv die Oberliga, ne? Das ist schon heftig, Alter. Ich hätte auch gedacht hier, nee, und trotz Gasmaske und Ohrschonern und nochmal Mickey Mäuse drüber, ist das trotzdem noch heavy. Was kannst du so jetzt gerade zu der Messung sagen, Ladedruck?
5 Bar. 5 Bar. Ja, okay, dann ist natürlich klar, 5 Bar. Was hier drin so los ist. Ne? Wir sind, hast gesehen, bei 64 Prozent Duty West geht. Das heißt, wir haben noch Luft. Luft. Was heißt das? Also von der Ladedrucktaktung sind wir jetzt knapp über der Hälfte erst. Ja. Also kurz gesagt, rein theoretisch können wir vielleicht sogar 9 Bar machen. Aber ob das, aber das ist eher wahrscheinlich, weil die Lader oben rum anfangen, dann klar dicht zu machen. Ich denke mal, 6 Bar ist möglich. Dass das was stimmt. Was kann einer von den Toros theoretisch? Leistung? Mhm. Also die haben die bis 1600 PS gefahren. Mhm. Heißt, alles heil geblieben, alles cool, einmal Lokkupplung. Pauls Wunsch ist nämlich genau diese Zahl hier. Ich muss wieder auf meinen... Das ist Pauls dezente Top 10 hier auf dem Prüfstand. Und Platz 10 hat 1209 PS. Und Paul möchte unbedingt wieder an erster Stelle stehen. Kann man es lesen? Nein, kann man nicht. Sorry. Okay. Platz 10 auf jeden Fall 1209 PS. Hier steht aktuell noch ein... Das ist aber wirklich ein reines Viertelmeile-Auto, ne? Ja, das ist ein richtiger. Das ist auch so ein V8, ne? Das ist ein V8 Small Block. Also ja. Ist eigentlich, glaube ich, immer noch der schnellste Ford Small Block der Welt, immer noch. Das Ding fährt mit 6,0 auf der Viertelmeile mit 401 km/h, ist er, glaube ich, jetzt vor kurzem gefahren. Und er ist auch am Kotzen, weil er fährt immer 6,0, 6,0. Ich glaube, der ist 30 Mal gefühlt 6,0 gefahren und es schafft nicht in die 5. Ja, aber 6,0 ist halt auch schon Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn, ja. Ja, okay. Ich will dich nicht aufhalten, Lok gucken, weiter geht's. Ja. Also, ich drücke Paul auf jeden Fall die Daumen, dass er die 3000 knackt. Und dann wollen wir ein bisschen Emotionen sehen hier, ne? Okay. So, wir sind wieder zurück in Hannover. Wir haben es tatsächlich überlebt. Das Ganze war ja, glaube ich, nicht so ohne da in den Prüfstandsraum, ne? Kann ich dir nicht sagen, ich habe mich nicht getraut, da reinzugehen. Ich kann auf jeden Fall sagen, war für mich mal wieder eine neue Grenzerfahrung. 3 Meter von diesem Motor weg, 5 Bar Ladedruck, 2900 PS plus das Methanol in dem Raum. Da wird einem selbst mit Gasmaske, Ohrenschoner und darunter nochmal Ohrenschoner schon ein bisschen anders zumute. Sah geil aus auf jeden Fall. War eine spektakuläre Erfahrung. Ja. Warum ist eigentlich die Scheibe beschlagen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich vermute einfach Hitze. Oder der Sauerstoff war auf einmal weg. Kann auch sein. Ich habe auf jeden Fall noch gerade so Luft bekommen. Also selbst draußen war es einfach beim total. Ersten Lauf habe ich es ein bisschen unterschätzt und die Maske war nicht ganz umlaufend abgedichtet. Und dann ist es wirklich so, dass du während des Laufs es anfängt, dass wirklich so alles brennt mit dem Methanol und so weiter. Sieht man an dem Kameragebacke, ja. Ja, okay. Auf jeden Fall nochmal jetzt ein paar abschließende Worte. 2900 PS, mega krasse Nummer. Ich bin mir 100% sicher, dass Paul an der Stelle nächstes Jahr weitermacht. Aber der hat wirklich eine harte Saison hinter sich. An dieser Stelle von uns allen nochmal vollsten Respekt, Paul, wie du das so durchgezogen hast dieses Jahr. In meinen Augen eine extrem positive Saison. Auto hat durchgehalten, egal wann, wie, wo. Auto war immer am Start. Das haben andere, inklusive mir, nicht hinbekommen, dass das Auto das ganze Jahr lang fährt. Und ja, somit danke nochmal, Paul, dass wir dich die ganze Saison auch begleiten durften. Du hast dich oft nach uns gerichtet. Das heißt, egal ob es Tests waren, egal ob es Prüfstand war, wir haben immer versucht, das Ganze so zu legen, dass wir mit dabei sein konnten. Also, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Jahr. Er hat sich nicht getraut, einen Prüfstand rauszugeben. Ich bin da komplett mit Maske und so. So viel Geld kann ich gar nicht verdienen, dass ich mich da reinstellen würde. Wenn man du sollst dich ja nicht so hinstellen, so den Dollar dafür. Ich würde es eigentlich. Aber wenn da das Auto ist. Nein, würde ich machen. Willst du dich nicht hinstellen? Bei diesem Motor nicht. Da kommt alles, da fällt alles raus, wenn es knallt bei dem Ding.